sich anzuschließen und für freie Bildung, kostenfreie Bildung für alle hier mit uns zusammen zu demonstrieren. Wir haben gerade die neuesten Informationen von den Streikmaßnahmen im Nordrhein-Westfalen, im Ruhrgebiet. In Dortmund haben wir 1.000 Schülerinnen und Schüler auf der Straße, in Köln 4.000. Noch eine Information aus Essen. Da waren einige Schülerinnen sehr empört über, ich glaube, das Management ihrer Schule und haben diese Schule kurzerhand einfach mal besetzt. Da ist es ein bisschen ruppig zugegangen, habe ich gehört. Deshalb sitzen zwei unserer Mitschülerinnen aus Essen gerade in einer Polizeizelle. Für kostenfreie Bildung für alle und gegen soziale Selektion im Bildungswesen. Also, ich bin Ivo vom Hansa-Kolleg. Das deutsche Bildungssystem ist statistisch nachweisbar sozial selektiv. Kinder werden im Durchschnittsalter von 10 Jahren getrennt. Entweder schaffen sie den Sprung auf ein Gymnasium, wo ihnen ein Abitur und damit der Zugang zu einer höheren Bildung ermöglicht wird, oder sie werden auf entweder 2 oder 3 Restschulen gesammelt. Wer den Weg über die Restschule gehen muss, dem bleibt nach der Berufsausbildung, vorausgesetzt er oder sie bekommt eine, noch der Weg über den zweiten Bildungsweg offen. Doch in Relation zu seiner Bedeutung in einem sozialselektiven Bildungssystem ist der zweite Bildungsweg hier in Hamburg nicht ausreichend gefördert. Mit dem Hansa-Kolleg, den Abendschulen St. Georg und Holzentor, gibt es insgesamt 3 staatliche Institute, die eine Ausbildung über den zweiten Bildungsweg in Hamburg anbieten. Das ist viel zu wenig. Im Hansa-Kolleg ist es zum Beispiel nicht möglich, dass Schülerinnen und Schüler mit Migrationsherkunft oder aus sogenannten bildungsfernen Schichten ein Vorbereitungsjahr absolvieren können, um sofort im Eingangsjahr mit dem Kenntnisstand eines voll ausgebildeten Schülers einsteigen zu können. Wir brauchen deshalb auf dem Hansa-Kolleg und in allen Instituten des zweiten Bildungswegs deutlich mehr Lehrkräfte, damit wir ein solches Vorbereitungsjahr anbieten können, um allen, solange es nicht möglich ist, ein Bildungssystem zu errichten, das allen Jugendlichen und Kindern, egal welcher nationaler oder sozialer Herkunft sie sind, den gleichen Zugang auf Bildung zu ermöglichen. Solange es nicht möglich ist, ein solches Bildungssystem zu institutionalisieren. Verdammt ist das Wort. Solange das nicht möglich ist, brauchen wir einen gut ausgerüsteten zweiten Bildungsweg in Hamburg. Und deshalb sage ich heute hier an den Senat, wovor wir leider nicht demonstrieren durften, weil man heutzutage im November dann die Weihnachtsmärkte aufmacht. Deshalb sage ich zu unseren Freunden im Senat, rückt die Kohle raus fürs Hansa, rückt die Kohle raus für die Schulen des zweiten Bildungswegs hier in Hamburg, rückt die Kohle aus für alle Schulen hier in Hamburg. Ein Redebeitrag des Bündnis Bildung ohne Bundeswehr. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, ich bin Christine von Linksjugend Solid und vom Hamburger Bündnis Bildung ohne Bundeswehr. Zwei, drei Worte dazu, was das Thema Bildung eigentlich mit dem Thema Bundeswehr zu tun hat. Zunächst einmal geht es dabei um die Universität. Die Universität hat in letzter Zeit ziemlich viel Geld gestrichen bekommen, wie ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt. Das sehe ich genauso wie ihr. Ein zusätzliches Problem, außer dass immer mehr Stellen gekürzt werden und so weiter und so fort, ist, dass immer mehr Dozenten darauf angewiesen sind, in Anführungsstrichen, Drittmittel zu organisieren, was sie unter anderem auch bei der Bundeswehr tun. Die Bundeswehr finanziert eine Reihe von Forschungsvorhaben an der Universität, auch in Hamburg, zum Beispiel in den Sportwissenschaften, in den Sozialwissenschaften, in der Psychologie, um weiter daran zu forschen,
Dafür braucht die Bundeswehr Soldatinnen und Soldaten, die sich da zur Verfügung stellen, an die Front zu gehen und sich als Opfer für die wirtschaftlichen und politischen Interessen der Bundesrepublik in Afghanistan und anderen Kriegseinsätzen zur Verfügung zu stellen. Immer mehr geht die Bundeswehr mit ihren Jugendoffizieren an Schulen, auch in Hamburg, um Jugendliche für ihre Kriege zu rekrutieren und um so zu tun, als ob sie ein ganz normaler Arbeitgeber wären. Auch dagegen müssen wir Protest und Widerstand organisieren. Aus diesem Grund haben wir in Hamburg das Bündnis Bildung ohne Bundeswehr gegründet, das ihr auch im Internet findet, wenn ihr Bildung ohne Bundeswehr und Bob googelt. Und ich würde euch herzlich einladen, zu unserem Bündnistreffen zu kommen und euch an unseren Protesten gegen die Bundeswehr an Schulen zu beteiligen. Bundesweit etwa 20 bis 25.000 Leute auf der Straße. Wir sind hier! Es folgt jetzt ein Redebeitrag der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend, SDAJ. Ja, hallo liebe Schülerinnen und Schüler, ich bin Jella von der SDAJ. Auch wenn wir hier heute noch relativ wenig sind, reiht sich unser Protest auch ein in eine Reihe von Protest von Jugend anderer Länder, die auch um Bildung und um soziale Gerechtigkeit kämpfen. Wir reihen uns ein in die Jugend Cheers, die schon seit Monaten Universitäten und Schulen bestreikt. Und auch in Spanien geht die Jugend auf die Straße, um für ihre Zukunftsperspektive zu kämpfen. Wir stellen uns auch in eine Reihe mit der Jugend Griechenlands, die dagegen kämpft, dass die ganzen Lasten der Krise auf sie abgewälzt werden. Die bundesweite Bildungsstreikbewegung begann 2008 im Zuge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise. Als Milliardenbeträge aus der Staatskasse in marode Banken flossen und unter anderem bei uns im Bildungssystem eingespart wurden. Im Juli 2009 kam es zu den größten Bildungsprotesten seit Jahren. Über 270.000 Jugendliche gingen bundesweit auf die Straße. Unter anderem für eine Schule für alle, mehr Geld für die Bildung, unbefristete Übernahme und die Abschaffung von Zugangsbeschränkungen an den Hochschulen. Und auch dieses Jahr sehen wir uns wieder einer vom kapitalistischen System ausgelösten Krise gegenüber. Wieder werden Rettungsprogramme wie der sogenannte Euro-Rettungsschirm ins Leben gerufen. Aber dessen Aufgabe ist nicht die Rettung Griechenlands oder Europas, sondern die Rettung der Deutschen Bank, ThyssenKrupp und anderen Banken und Großkonzernen, die in der Krise Verluste erlitten haben. Gleichzeitig zu den Rettungsprogrammen wird aber ein massiver Sparkurs gefahren und der kommt bei uns an. So zwingt die vom Bund ins Grundgesetz aufgenommene Schuldenbremse die Länder und Kommunen zu Sparmaßnahmen, die auch den Bildungssektor, also uns Jugendliche, betreffen. Und im Hamburger Senat war dieses Jahr beispielsweise die Rede von Kürzungen von bis zu 12,8 Millionen alleine im Wissenschaftsetat. Dieser Bildungsabbau, der nützt aber nur der Elite, denn indem die Allgemeinbildung auf ein Minimum herabgedrückt wird, soll Geld gespart werden. Und in einem kapitalistischen System ist es ja quasi nur Geldverschwendung, wenn alle Jugendlichen gut ausgebildet werden, da viele von ihnen und auch viele von uns erstmal in der Arbeitslosigkeit landen. Die Gymnasien werden natürlich weiter erhalten und die zunehmende soziale Auslöse durch das Turbo-Abitur und immer mehr Druck, den wir in den Schulen erfahren, werden die Gymnasien eine reine Elite-Maschine. Und das sichert dann auch die Klassenverhältnisse in Deutschland. Denn wer nicht gerade in eine reiche Familie geboren wird, hat immer weniger Chancen auf einen guten Bildungsabschluss. Die bisherigen Bildungsstreiks heute und in den letzten Jahren waren erfolgreich allein dadurch, dass hunderttausende Jugendliche auf die Straße gegangen sind und für ihre Interessen gekämpft haben. Und daran wollen wir anknüpfen. Heute ist nicht aller Tage und wir machen nämlich weiter. Hamburg kann ein Anfang sein, wieder neue Aktionen zu starten. Gegen die Missstände und Sparmaßnahmen an der eigenen Schule. Dafür sind wir heute hier und diesen Anfang wollen wir machen. Es wurde heute schon angesagt, heute ist nicht alle Tage, hier kommt wieder, keine Frage. Der nächste Schulstreik auch hier in Hamburg wird kommen, sodass wir viel, viel mehr werden. Nicht nur hier auf dem Hauptmarktplatz, sondern auf der Straße. Wir sind hier! Wir
vom Hansa-Kolleg. Okay. Und dort im Schulsprecherteam tätig. Wir haben ja eben schon so ein paar Sachen gehört, warum ihr heute hier seid. Was ist denn dein Anliegen speziell hier? Dass mehr Geld für Bildung ausgegeben wird und eben nicht für andere, für uns unwichtige Sachen. Der Hauptpunkt ist, an Bildung darf nicht gespart werden. Kommt da noch mehr demnächst oder was ist da zu erwarten? Also auf jeden Fall erstmal nur ein Auftakt. Wir haben auf jeden Fall noch geplant, da ich aus dem zweiten Bildungsweg bin, uns noch mit anderen Schulen zusammenzutun aus dem zweiten Bildungsweg in Hamburg und da auch nochmal Anfang nächsten Jahres im Frühjahr nochmal eine Demonstration zu starten, dass der zweite Bildungsweg genauso bezuschusst wird wie andere Schulen. Wir sind ja bei Utopie TV, du darfst dir noch was wünschen. Ich darf mir noch was wünschen, dass die Bildung umsonst ist, für alle. Und dass es keine Rolle spielt, aus welcher Schicht man kommt.